Qatar Masters Runde 2 und wir gucken auf die Partie von Magnus Carlsen. Der spielte mit Schwarz gegen den kasachischen jungen Großmeister Alisher Suleymanov. Der ist nicht bekannt, also mir war er zumindest bisher nicht bekannt, aber er hat einen guten Aufstieg gemacht. Er ist Großmeister geworden letztes Jahr und ja, seine Elo-Zahl ist jetzt, ich sag mal, aus großmeisterlicher Sicht nicht so beeindruckend. Natürlich klar, klarer Favorit auf dem Papier ist Magnus Carlsen. Doch diese Partie, die werden noch viele lange in Erinnerung behalten. Viel Spaß! Hallo, liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesselites Gunnis YouTube-Kanal. Wie ich gerade schon in der Einleitung gesagt habe, gucken wir mal, wie es Magnus Carlsen so geht hier beim Qatar Masters in Doha. Und Magnus Carlsen hat in der ersten Runde souverän gewonnen, musste jetzt eben, wie gesagt, mit Schwarz gegen den jungen Kasachen, ich glaube 21 ist er, Alisher Suleymanov spielen. Wenn euch gefällt, was ihr im Folgenden seht, und es wird euch gefallen, so viel ist mal sicher, dann lasst doch ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr gar nichts mehr oder unterstützt mich auch gerne mit einer Spende via PayPal. Also, was ist denn hier passiert? Der Alisher eröffnet die Partie mit D4 und Magnus antwortet mit Springer F6. Wir sehen ein C4, ein E6 und ein Springer F3. Also, der gute kasachische Großmeister lässt sich hier nicht auf ein zu indisches Terrain ein, sondern er spielt hier Springer F3 und Magnus wählt B6. Also normalerweise kann man hier jetzt ja in ein Damengambit umleiten oder überleiten. Man kann auch Läufer E7 spielen. Ach du lieber Gott, man kann so viel spielen. Magnus wählt B6 und damit sind wir in einem Dameninder. Die damenindische Verteidigung, die hat ziemlich viel an Reputation verloren in den letzten Jahren, weil die Computer mögen es nicht besonders für Schwarz. Aber gut, aus praktischer Sicht ist das alles Firlefanz. Ja, natürlich kann man das spielen, ist ja keine Frage, nur wie gesagt, auf irgendwelchen Algorithmen-Niveau, da sollte man das eher nicht tun. Also, was soll's. Und Alisher spielt hier den ruhigen Zug A3. Ist ein guter Zug. Man kann hier auch G3 spielen zum Beispiel. Gegen Damenindisch ist hier dieser Zug A3 völlig in Ordnung. Und Magnus spielt Läufer A6. Und das ist tatsächlich nicht neu. Also, wenn der eine oder andere von euch glaubt, was ist denn das für ein komischer Zug hier, ja? Ja, aber der Zug, der ist, hat Reputation, der wurde schon gespielt, auch von absoluten Spitzenleuten, wie zum Beispiel Michael Adams und Caruana hat das auch schon gespielt. Was ist denn die Idee von Läufer A6? Naja, es ist Druck auf dem C4, der hängt, ja, und deswegen deckt man den einfach mit Dame C2. Und jetzt hat der Läufer hier schon seine Schuldigkeit getan. Das klingt ein bisschen paradox, aber dem ist tatsächlich so. Denn jetzt spielt Magnus Carlsen wieder Läufer B7. Also, was ist denn das für ein Tempoverlust? Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Fakt ist, dass der Computer diesen Zug absolut begrüßt und sagt, das kann man so machen, das ist wunderbar. Die Dame steht hier auf C2. Ist die jetzt deplatziert oder was? Kann man so nicht sagen. Die Idee ist natürlich, dass Schwarz hier eventuell Züge wie Läufer E4 hat, Springer E4 hat und quasi dieses Feld E4 unter Kontrolle hat, ja. Das lässt Weiß nicht zu und spielt Springer C3, damit das Feld E4 jetzt seinerseits von Weiß kontrolliert wird. Und Magnus nimmt das an und spielt C5 hier. Das ist, wie gesagt, ein bisschen ein merkwürdiger Aufbau von Magnus Carlsen. Aber ich muss es nochmal wiederholen, dies wurde schon so gespielt. Und diese Stellung, die ist ein Hauch besser für Weiß, aber es ist in Ordnung. Also, wie gesagt, Caruana, der David Navarra, Michael Adams, das ist schon ein bisschen länger her, aus dem Jahr 2002, hatten das alle schon auf dem Brett und da gab es viele Remis-Partien und so weiter. Jetzt schauen wir mal, was hier los ist. Also, Weiß kontrolliert das Feld E4 und deswegen kann man doch E4 spielen. Ich meine, das ist raumgreifend, das entwickelt den Läufer hier oder der kann sich entwickeln, besser gesagt. Und Weiß hat das Zentrum mehr oder weniger unter Kontrolle. Ihr seht schon, dass diese Bauern hier sehr, sehr viele Felder kontrollieren. Wunderbares Zentrum. Und das ist
Ist eine gute Stellung für Weiß. Aber noch ist natürlich nichts passiert. Erstmal hier nehmen wir raus auf D4. Springer schlägt D4 und das ist so ein bisschen im Stile von einem Sizilianisch gespielt, aber ist natürlich keiner. Aber hat so ein paar Gemeinsamkeiten vielleicht. Magnus spielt hier Läufer C5 und auch das ist alles schon da gewesen. Jetzt hat Weiß keine Zeit, B4 zu spielen. Warum nicht? Na, weil der Springer hängt. Das heißt, der Springer muss gedeckt werden oder wegziehen. Decken ist ein bisschen schwierig, also man könnte hier meinen Läufer E3 wäre möglich, aber das ist gar nicht gut. Dann kommt Springer G4 und das wollt ihr nicht haben, ja, weil dann droht Schwarz diesen starken schwarzfeldrigen Läufer abzutauschen. Nee, also das ist nicht der Sinn der Sache, sondern besser ist es, den Springer hier wegzuziehen. Wo ziehen wir ihn hin? Habe ich mir mal angeschaut, was hier der Computer empfiehlt. Also ich sag mal, ich für meinen Teil, wer hier hätte mir da Springer B3? Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Ja, kann man auch machen, dann kommt Springer C6 und so weiter. Aber Weiß ist hier nach F3 zurückgegangen. Kann man auch machen, ist gleichwertig und wir haben eine ausgeglichene Stellung. Obwohl, erinnert ihr euch, Schwarz dieses seltsame Tempoverlustmanöver Läufer A6, Läufer B7 gespielt hat. Macht nichts, manchmal macht das nichts. Na gut, also Entwicklung hier: Springer C6, nachvollziehbarer Zug, kontrolliert E5, kontrolliert D4. Und jetzt ist aber Zeit für Weiß B4 zu spielen. Natürlich, also das ist jetzt kein Push'em Baby, weil es kein Freibauer ist, aber es ist auch hier raumgreifend. Der Läufer muss ziehen. Ja, viele Felder er nicht haben, hat er nicht. Er nicht haben hat, wollte ich sagen. Und die einzige Alternative, die mir hier noch einfällt, ist vielleicht dieser Zwischenzug Springer D4. Aber dann das greift die Dame an. Ja, aber die Dame kann einfach weggehen. Also bringt nicht viel. Ne? Also der Läufer geht mal nach E7 zurück. Okay. Ja, Läufer B2, Fianchetto dieses Läufers hier. Nachvollziehbar. Und Magnus spielt hier überraschend bisschen Dame B8. Kann man machen. Also für mich einleuchtender ist hier die kurze Rochade von Schwarz. Aber man muss schon höllisch aufpassen, weil schaut mal, dieser Läufer ist ein gewaltiges Monster. Eine ganz schwierige Stellung für Schwarz. Nicht unbedingt viel schlechter. Nein, das nicht. Also Computer gibt so 0,5 hier für Weiß, aber es ist eine schwierige Stellung. Also da kann ein ungenauer Zug sofort zum mächtigen Nachteil führen. Also ja, Weiß spielt völlig logische Züge. Turm D1, wo gehört ein Turm hin? Ja, hier in die Mitte auf eine halboffene Linie und warum nicht? Ja, Turm D1, guter Zug. Und jetzt rochiert dann Magnus Carlsen doch mal seinen König in Sicherheit. Weiß entwickelt den Läufer nach E2. Magnus Carlsen spielt D6. Und jetzt kommt auch der weiße König zu seinem Recht und rochiert in Sicherheit. Wunderbar. Diese Stellung ist weiterhin ausgeglichen. Sie ist aber, ich sage mal, nach meinem Dafürhalten sehr viel schwieriger zu spielen für Schwarz, denn Weiß hat mehr Raum. Weiß hat einen starken Läufer hier auf B2. Die schwarzen Läufer, die wirken noch nicht so wirklich, ja, und man muss hier sehr, sehr präzise spielen. Der Computer empfiehlt hier Turm D8 und sagt, ja, ne, 0,3, 0,4, also quasi ausgeglichen. Nur Magnus hat den Turm nach C8 gestellt. Ja, das ist sehr optimistisch, ne? Er möchte natürlich hier auf der C-Linie die Gegenüberstellung haben, Turm Dame. Das kann ja immer sehr, sehr schnell sehr gefährlich werden für den Spieler mit der Dame. Ne? Nach so Breaks und wenn man hier schlägt und plötzlich ist die C-Linie offen, so als Motiv mal für euch. Und ja, der gute Alisher Sulejmanow, der spielt einfach Turm E1. Er spielt einfach nur normale, gesunde Züge. Was hat Weiß bisher Spektakuläres getan? Na, gar nichts. Er hat einfach nur seine gesunde Züge gemacht, seine Figuren auf logische Felder gestellt, Linien betreten. Also manchmal ist Schach nachvollziehbar, manchmal nicht, aber manchmal auch schon. Na gut, Magnus spielt hier. Also Magnus hätte auch die Chance, hier so ein bisschen zu entlasten mit Springer E5, ja, also quasi diesen Abtausch mal zu forcieren. Er ist ein bisschen unschön, weil man dann diesen Doppelbauern bekommt, aber ja, da kann ich aber hier auch noch wiederholen, scheint offenbar in Ordnung zu sein für Schwarz. Aber das macht man auch ungern. Ja. Also Magnus hat hier Läufer F8 gespielt, kann man auch machen, deckt vor allen Dingen den Punkt G7 nochmal, ja. Ihr wisst schon, der starke Läufer, ja, ist ja so ein prophylaktischer Zug, Läufer F8, ist in Ordnung. Und
Hier auch, ja, die Türme, ne, die wollen die offenen, respektive halboffenen Linien kontrollieren. Hier vielleicht mal irgendwann E5-Break vorbereiten. Der Läufer parkt gemütlich auf F1 erstmal. Wunderbar. Springer E7. Ja, also das ist, man muss ja schon sagen, das ist total untypisch eigentlich für Magnus Carlsen. Er hasst es ja, passiv zu stehen. Das mag er gar nicht, ja. Und diese Stellung ist aber die Ausgeburt der Passivität. Also das ist nicht unbedingt, ich sag's nochmal, jetzt verloren für Schwarz oder sowas, aber es ist gedrückt, es ist passiv. Die Figuren haben kaum Felder. Die Dame auf B8 blockiert den Turm auf A8. Die hat keine sinnvollen Züge. Und puh, also da muss man schon extrem präzise spielen mit Schwarz, um hier nicht, wie gesagt, großen Nachteil anzuhäufen. Naja, und nach dem Zug Springer E7 sehen wir alle, dass der Punkt D6 ja nur einmal gedeckt ist, von der Dame nämlich. Und deswegen sagt sich der Alisher Sulemenov, okay, ich spiele Springer B5 und greife den einfach noch ein zweites Mal an. Und Schwarz muss den verteidigen. Und wie tut er das? Naja, er könnte Springer G6 spielen. Das ist auch laut Engine der beste Zug in der Stellung. Es ist ein bisschen, man muss ganz schön rechnen, also weil nach Springer G6 könnte Weiß vielleicht sogar auf F6 nehmen, dann würde G schlägt F6 kommen und jetzt noch mehr Druck auf den D6 machen. Ja, den muss man nochmal verteidigen. Und das geht nur noch mit D-Turm D8, ne? Und dann Springer FD4. Seht ihr, was ich sagen will? Das kann Schwarz vielleicht verteidigen, aber nur mit computereskem Spiel. Boah, das ist super stark. Züge wie König H8 werden empfohlen. Uiuiui. Lassen wir das mal. Das war, wie gesagt, Computerschach. Ich wollte euch nur mal illustrieren, dass man diese Stellung wahrscheinlich verteidigen kann nach Springer G6. Okay, aber Magnus hat hier Springer E8 gespielt. Das verteidigt ja auch diesen Punkt nochmal. Ja, der ist zweimal angegriffen, wie gesagt, aber auch zweimal verteidigt. Ja, also, es dreht sich alles um diesen Schwächling auf D6. Und aber Springer E8, ja, das passt nochmal in diese Passivität von Magnus Carlsens Stellung rein, denn Springer E8 ermöglicht Weiß einen gewaltigen Zug. Und dieser Zug ist Springer G5. Und jetzt wird offensichtlich, wie schlecht dieser Zug war und wie schlecht auf einmal die schwarze Stellung ist. Das ist doch keine Magnus Carlsen Stellung. Meine Herren. Schaut euch dieses Monster auf G5 an. Es drohen ja schon so Vorstöße. Guckt euch das mal an. Dann ist ein blitziges Matt hier. Auf einmal kommt Matt wie aus dem Nix. Und wenn man das abwehrt, ja, dann drohen auf einmal so monströse Einschläge auf F7. Du liebes bisschen. König schlägt F7 und jetzt E5. Das ist nicht zu halten. Ich weiß nicht, ob es zu halten ist. Es ist eine mörderisch schlechte Stellung für Schwarz. Also nach E5 hier, ne, dann werdet ihr euch fragen, ja, was will er denn? Was droht denn überhaupt? Ich meine, die Dame kann hier nirgendwo hin, ne? Vielleicht kann ich jetzt hier Turm D8 spielen, einfach verteidigen, aber den nehme ich raus, ja. Springer schlägt D6. Und jetzt kommt der kleine süße Schwenk hier nach E2. Und das wird verdammt gefährlich. Also, meine lieben Freunde der Nachtigall, das ist kaum zu halten. Und schaut euch mal, der Läufer ist auch noch da. Computer sagt Gewinnstellung für Weiß hier. Ist ein bisschen unklar, das gebe ich zu, aber ihr seht die Drohungen, die Motive, die in dieser Stellung schlummern, ja. Magnus hat gesagt, okay, ich spiele mal Springer G6 jetzt und deck diesen Punkt nochmal. Der Springer steht halt erstmal da, ja, auf G5, aber das ist extrem unangenehm. Und ihr alle seht wahrscheinlich, was jetzt für ein Zug passieren sollte und auch passiert. Was würdet ihr hier ziehen mit Weiß? Ich nehme mal einen Schluck Tee. Also, ich denke, die meisten von euch tollen Schachspielern da draußen haben das gesehen. Natürlich zieht Weiß E5. Ja, das sprengt die Ketten sozusagen. Das öffnet Linien auch für den Gegner zugegebenermaßen. Aber der Druck auf dem D6 ist so ungeheuerlich, das kann man nicht ignorieren. Und hier gibt es zwei. Also der Computer sagt auch oh, Läufer C6, ne, bester Zug. Also okay. Also Magnus hat hier vorbeigezogen D5. Und jetzt möchte ich euch was fragen. Wenn ihr gleich mal das Video anhaltet,
Ihr kennt ja diese Computerbewertung, ne? Also der da nach komplizierten Algorithmen irgendwie eine Bewertung ausrechnet. Und was glaubt ihr, was der Computer hier anzeigt? Also ich persönlich bin während der Partie fast vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen habe. Der Computer sagt hier plus 6. Mit anderen Worten, diese Stellung ist total verloren für Magnus Carlsen. Wir sind, haltet euch fest, im Zug 19. Also plus 6, diese Stellung. Okay, warum denn? Das Geheimnis ist, dass Weiß diesen gigantischen Zug Dame B3 zur Verfügung hat. Und den hat der gute junge Alisher Süleymanow auch gespielt. Dame B3. Das bedeutet nicht nur höllischer Druck auf dieser Diagonalen. Stellt euch mal vor, man nimmt die irgendwann und so. Oder unterjocht sozusagen dieses schwarze Bauernkonstrukt noch mit dem Opfer hier, solche Möglichkeiten. Die Dame kann jederzeit schwenken, hier matt drohen, die Dame kann auch nach F3 schwenken, hier einen Einschlag drohen. Boah, also wie will man denn das verteidigen? Magnus Carlsen hat eigentlich nur einen Zug. Ich meine, schaut euch mal die schwarzen Figuren an. Was sollen die denn ziehen? Magnus spielt Läufer E7 und greift diesen Springer an. Aber ich habe es gerade schon mal angedeutet, der junge Kasache fackelt hier nicht lang und knallt natürlich den Springer auf F7 rein. Das ist ein toller Zug. Auf der anderen Seite muss man auch ein bisschen einschränkend sagen, was denn sonst? Also was denn sonst? Dieser Zug liegt sowas von auf der Hand, weil das, wie soll ich sagen, also das zerlegt die schwarze Königsstruktur, die Stellung am Königsflügel in ihre Bestandteile, ja. Natürlich muss man nehmen, ja, was sonst? König schlägt F7 und jetzt nehmen wir auf D5 raus und ihr seht schon, wie unglaublich schwach plötzlich, eben war die Bauernkette noch so stark und jetzt auf einmal ist alles offen gelegt und die Dame kann jederzeit schwenken mit Schach und so weiter. Und das große Problem ist, ich zeige es euch mal, Läufer schlägt D5 ist der Partiezug, ja, was pa wäre passiert, wenn man hier E schlägt D5 spielt? Dann gibt es diesen fantastischen Zug, Turm schlägt D5. Das darf man ja auch nicht vergessen. Man kann ja auf D5 reinhämmern. Ja? Und hier nehmen geht gar nicht. Ja? Guckt mal selber hin, muss ich nichts weiter dazu sagen. Wenn der König, sagen wir mal, sofort wegläuft, ja, dann gibt es Züge wie Springer D4, der Superstar. Der Superstar plötzlich, schaut euch mal das an hier. Und die Diagonale, da ist Ende. Ist aus. Ja, also, was soll man machen, wenn man das noch versucht mit Springer F4 hier und das zu überdecken zum Beispiel, ne? Dann könnte man ja mal nach D7 reingehen. Ich will mich nicht immer wiederholen, aber das ist aus, ja? Turm C7 und jetzt E6, solche Züge. Das ist aufgabereif, ne? Also hier kann man sagen, ja, okay, Springer D6 noch vielleicht, Dame D1, hier droht's und hier, also. Liebe Schachfans, diese Stellung ist glatt verloren. Ja, ich gebe jetzt hier uferlos lange Varianten. Wenn man hier zum Beispiel nimmt, E schlägt D7, Läufer F6 spielt, Dame G4. Sind die Entry Points sozusagen. Ja, der Läufer ist ja auch noch da, drückt auf G7, der Springer hängt und wenn der Springer hier zieht, droht Turm E8. Ich will es gar nicht ausführen. Ja, ihr seht das selber. So. Mal zurück zu der aktuellen Stellung und Magnus hat hier auf D5 genommen mit dem Läufer. Geht aber auch nicht. Auch jetzt kommt natürlich der Einschlag. Turm schlägt D5, ist ja klar. Ja, E schlägt D5 und Dame schlägt D5. Wenn wir mal das Material zählen, liebe Leute, Weiß hat einen kompletten Turm weniger aktuell. Kompletten Turm. Nur, was tut das zur Sache? Der Turm, den Magnus Carlsen hier mehr hat, der steht eingequetscht auf A8 rum und tut gar nichts. Und die schwarze Dame kann auch nicht Platz schaffen, die kann gar nicht ziehen. Wo soll sie denn hinziehen? Und das ist ein Schach. Also muss der König nach F8 gehen. Einziger Zug. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Springermanöver. Springer D4. Ich sag's nochmal: der Oktopus. Der Superstar in der Stellung. Jetzt guckt euch mal die Krake an. Das ist das Paradebeispiel eines Oktopus. Das ist unglaublich. So muss ein Springer stehen. Leute, wenn ihr selber Schach spielt, so muss ein Springer stehen. Das Monster par excellence, Springer D4. Und natürlich ist die Hauptdrohung hier und hier und aufgabereif. Aufgabereif. Magnus versucht noch Springer F4, ja, greift die Dame an, okay, und kann ja auch nicht nach E6 und so. Aber sie kann nach F3 gehen. Und jetzt ist auch noch eine Fesselung da. Magnus sagt, na gut, ich habe materiellen Vorteil, mir egal, ich opfer den Springer und zieh weg. Ich gehe aus der Fesselung raus, König G8.
Und jetzt nimmt die weiße Dame halt den Springer und der Dame B7. Also Magnus versucht verzweifelt, sich zu befreien. In den Live-Aufnahmen hat er auch, war er völlig entsetzt, demoralisiert, guckte, obwohl er am Zug war, so guckte rum und er weiß natürlich, dass die Stellung platt ist, oder? Ja, Alicia spielt Springer F5, bärenstark und ist. Es ist, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Das spielt sich von alleine. Magnus hier mit B5, ja, aber was macht Weise? Nimmt den einfach. Weil Dame schlägt B5, scheitert an Springer schlägt E7, König A8 und Dame F8, Schachmatt. Man kann den nicht nehmen. Also versucht Magnus hier das Feld G7 zu decken, aber Sie sehen selber schon, der Läufer ist nicht ist gleich nicht mehr gedeckt, ist nur vom König gedeckt. Und deswegen spielen wir einfach mal ein kleines Schach. Läufer C4, König läuft weg und Springer H6. Und an der Stelle, Magnus hat es vorher gewusst, hat Magnus Carlsen die Partie aufgegeben. Es droht hier, Dame schlägt F8, Schachmatt, es droht Springer F7 mit Abzug und. Vergessen was. Und Magnus Carlsen gibt hier die Partie nach 31 Zügen auf. Und jetzt muss ich euch ehrlich mal fragen, also zuerst mal eine dicke, fette Gratulation an Alisher Sulejmanov. Das ist mit Sicherheit die Partie seines Lebens gewesen. Und wann wurde Magnus Carlsen, muss ich euch fragen, schon mal so zerstört? Nach 30 Zügen. Also ich kann mich nicht erinnern, zumindest nicht in der Langzeitpartie. Und wenn man sich fragt, wie kann denn sowas sein? Ja, ich glaube, Magnus hat die Stellung falsch eingeschätzt. Ich weiß nicht, aber dieser Aufbau, ich habe es vorhin schon gesagt, war seltsam. Passiv, sehr ungewöhnlich. Und dieser Zugspringer E8, ja, das war eigentlich das Hauptproblem. Also habe ich euch ja gezeigt, Springer G6 wäre deutlich besser gewesen. Aber nach Springer E8 ist die Stellung sowas von passiv. Jetzt droht immer dieser Einschlag und dieser Druck hier. Schwarz hat überhaupt keine Zeit, irgendwie zu reagieren, mal so den zu kicken oder so. Es geht alles gar nicht, ja. Also, unglaublich eigentlich, ja. Man kann hier tatsächlich von einer Sensation sprechen. Und das musste ich euch natürlich zeigen. Also Magnus Carlsen verliert in der zweiten Runde gegen Alisher Sulejmanov, der eigentlich ganz cool am Brett war, saß und das einfach runtergespielt hat. Bärenstark. Viele Partien laufen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch und ich möchte euch aber trotzdem hier schon mal informiert haben, was ist denn mit Magnus Carlsen in dieser Partie los gewesen? Er weiß es am besten, er wird sich am meisten ärgern. Na klar. In diesem Sinne, liebe Schachfans, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nichts oder unterstützt mich gerne auch mit einer Spende via PayPal. Macht's gut so lange, bis denn, tschüss.